Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 2070. Und ich muss mich beeilen mit Häuser bauen, ansonsten würden wir ein bisschen Probleme kriegen mit dem Geld, ihr seht es ja selbst schon. Und das waren doch die Texte, genau, Häuser bauen, die wir lang nicht mehr gebaut haben. Achtung, Lebensmittelvorräte gehen zu Ende. Och, das sind die falschen, verdammt. Dir. Noch ist es nur eine Hypothese, aber schon. Können wir da unten? Irgendwie hier das Zeug an. Nee. Verdammt, wir sind im Minus. Okay. Diese Technologie. Liebe Freunde, wir sind im Minus angekommen. Na, das kann ja heiter werden heute. Können wir hier nicht irgendwie, bei dem handeln? Okay, wir können bei dem kaufen. Verdammt. Warnung. Produktion gestoppt. Ist mir scheißegal, ich will verkaufen. So, jetzt mal ein bisschen. Aber ihr habt nicht zufällig meine Labormäuse gesehen? Nein. Wieso denn? Ah, oh, verdammt, Mist, Kacke. Haufen. Theoretisch. Holz haben wir, aber wo ist denn wieder unser Schiff? Ach, immer noch da? Okay. Wir haben ab nach Hause und wieder Geld verprassen. Voll! Also, wir werden hier noch verdammt viel rausgewinnen. Wir werden nicht untergehen, liebe Freunde, dafür sorge ich schon. Können wir noch Fisch andrehen? Das sieht ja wieder viel, dieser Fisch. Hätte doch einer früher sagen können, dass dieser Fisch so viel wert ist. Hätte ich das lieber früher verkauft. So. Okay, wir bauen einfach mal ein bisschen drauf. Keine Materialien, wie auch immer. So, also jetzt muss es langsam gehen. Komm mal schneller hin, das ist langsame. Na okay, für zwei reicht's. Wie? Diese Technologie wird sie nicht im Stich lassen. Aber das Geld lässt mich heute im Stich. Okay, jetzt müssen wir wieder verkaufen gehen. So, für den Fisch, das und da. 1100, okay. Ja. Danke fürs Geschäft, können wir auch ein bisschen reden und so, aber ich glaube, das geht nicht. Aber naja, wie wert ist denn hier Carbon? Export. Warm verkauft, zumindest noch tau. Okay.
Wir sind wieder fünfstellig, aber wohl ganz knapp. Wieso minus 500? Ich verstehe das nicht. Mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Naja, muss wohl auch so gehen. Carbon. Das, was wir gerade verkauft haben, fehlt uns. Aber naja, irgendwie kriegen wir es schon hin. Verdammt. Das kriegen wir hier gar nicht hin. Okay, hier ist ja die Produktion von diesem Ding, das wir letztes Mal auch gebaut haben. Achtung, Produktionsstillstand. Entschuldigt, aber... Wo? Solange mein Labor das Nötigste hat, was ich brauche, kann ich zumindest in Ruhe arbeiten. Ist ja toll. Hier noch einer hin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier brauchen wir noch, nur 6, ist cool. 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön, noch ein das Gebäude hier noch. Ah, das braucht Carbon, okay. So, hätten wir das. Baumschule? Okay, wir können. Also aufsteigen. Noch was? Nochmals. Okay. Verdammt, wieder Meet Me. Wir sind schon irgendwie in der Zwickmühle hier gerade mit Verkaufen und Kaufen. Naja. Russell, danke. Oh, kauf das noch und nee, ansonsten nichts mehr. Wir können jetzt ja wieder Häuser bauen, ganz viele Häuser. Das noch hin, da können wir den Wegen bauen. Ah, müssen den Text wechseln. Okay, und wupp, haben wir es hingebaut. Ich bin noch gar nicht zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Aber haben wir jetzt bei den... Ah, ist ja keine Aktivität mehr, okay. Ist ja gar nichts mehr. Verdammte Scheiß, Carbon. Oh, nein, okay. Noch eins, bitte, 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 bitte. Das Geld. Hmm.
Registriere mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Naja, muss wohl auch so gehen. So, steig endlich mal eine Runde. Man braucht mehr Leute. Zieht ein, meine Kinderchen. Wegen Nahrung? Hier bin ich voller Inspiration. Erst gestern habe ich eine neue Erfindung gemacht. Naja. Also, was fehlt denn den Herrn noch? Einfach nur Nahrung. Ach so, wir sind im Minus mit über 1000. Okay, wir schreiben wieder schwarze Zahlen, aber wieder ins Minus. Naja, irgendwie muss es ja letztendlich noch gehen, aber wir müssen Fischer bauen. Die kosten Geld. Was gibt's bei dem zu holen? Achso, das Essen ist verarbeiten ist ein Problem. Verdammt. Kriegen wir nie hin. Okay, 5 Tonnen. Haben Sie alles in die Wege geleitet? Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Die Schutzmechanismen sind eingerichtet. Nun müssen wir ein Antivirus entwickeln und in die befallenen Systeme einschleusen. Das Computervirus hat Fathers Sicherheitsprotokolle ausgeschaltet. Ja, können wir nicht machen. Nichts Geld. Naja, finito, aus. Aber irgendwie müssen wir auch das schaffen jetzt. Was können wir noch anbieten? Genau, können wir doch da drauf? Algen. Spiel gespeichert.